das Ding da ansetzen. Und das Gefälle geht trotzdem nicht klar. Gut, ich muss ihn ja auch nicht so hoch bauen, theoretisch. Praktisch aber schon, weil ich die Brücke ja eigentlich nutzen will. Kann es natürlich auch von hier nach da drüben probieren. Ja, macht Sinn, natürlich. Das kann schon sein, dass das so ist. Kann schon sein. Also, da versuchen wir es doch nochmal. Dann werde ich da vorne natürlich alles trockenlegen, ne? So ist er halt nicht so hoch. 900 Megawatt. Aber da können wir halt die Straße nicht verwenden, weil das Gefälle dort zu steil ist. Klar könnte ich die Strecke anpassen, aber... So ein Mega-Staudamm wäre halt schon irgendwie nice, ne? Es hätte was. Da ist eine Straße, ne? Yep. Von da nach da. So, ja, das geht schon wieder nicht klar. So, so. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Nur haben wir jetzt das Problem, dass wir gerade aktuell nicht genug Strom produzieren, ja? Es sei denn, wir erhöhen das Budget für den Strom. Was wir wahrscheinlich sowieso schon getan haben. Da, nee, da geht noch was. Gut, erhöhen wir das Budget erstmal nochmal auf 150. Scheiß drauf. So, dann produzieren wir nämlich erstmal noch genug Strom. Bis der Staudamm vielleicht mal funktioniert. Obwohl, das Budget scheint es nicht gebracht zu haben. Achso, ja gut. Ich habe natürlich auch die Pause noch drin gehabt. Schauen wir mal, ob er dann produziert irgendwann. Wir stauen jetzt einfach erstmal das ganze Wasser weg. Was bedeutet denn dieses Geblinke da überhaupt? Achso, ja gut, das Wasser muss wahrscheinlich erst diese Höhe erreichen tatsächlich, damit das überhaupt das Gefälle erreicht. Macht Sinn, kann also sein, dass er einfach zu hoch ist und es deswegen nicht funktioniert. Okay, wir warten mal ab, ob sich genug Wasser anstaut, dass das funktioniert. Weil man sieht ja da drauf diese Linien. Die blinken zwar. Okay, wir verlieren Einwohner. Die blinken zwar, aber es ist wahrscheinlich zu wenig, was da rumblinkt, ne? Also wir müssen erst eine gewisse Höhe erreichen. Okay. I hope that works. Obwohl hier natürlich das Wasser zur Seite auch nochmal wegläuft. Und da hinten ist irgendwas. Eine Brücke. Ah, guck mal da. Ist das eine Bahnlinie? Was zum... Ja, es ist eine Bahnlinie. Okay, cool. Ja, erstmal abwarten. Vielleicht staut sich hier gar nicht genug Wasser. Weil hier fließt jetzt schon wieder nach hinten weg. Das wäre natürlich wünschenswert. Dafür ziehen wir natürlich allen da hinten komplett das Wasser weg. Aber gut, so weit bauen wir ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Also wir werden es nicht tun. Okay, Gewerbegebietnachfrage steigt. Eigentlich sollten wir uns auch darum erstmal ein wenig kümmern. Ja, jetzt haben sie hier auch mehr Abnehmer. Und auch die Arbeitsfrage geht zurück. Gut, wir stauen erstmal das Wasser hart an. Umpumpen. Nee, Staudamm braucht kein Personal. Nee. Paul, what the hell? Hi, by the way. Hello. Ja, ich könnte es natürlich umpumpen. Wir legen jetzt erstmal hier hinten dran alles trocken. Dann gucken wir mal, ob da jetzt dann genug Wasser kommt. Und dann müssen wir auch das Abwasser woanders hin verlegen. Und die Pumpen wahrscheinlich auch näher an den Staudamm. Obwohl das natürlich Strom weghaut. Der ist halt schon verdammt hoch. Jetzt sieht man, dass es schon sich ein wenig zurückstaut. Aber der produziert halt immer noch nichts. Weil das Wasser nicht hoch genug ist. Ja gut, warten wir mal ab. Ist halt die Frage, ob es überhaupt hoch genug wird. Wir sehen natürlich,
den Wasserfluss hier. Jetzt wird er sich nämlich wahrscheinlich umdrehen und das ganze Wasser hier drüben, weniger Widerstand, einfach abfließen, ne? Wenn das so ist, müssen wir den Staudamm hier vorne dran bauen und dann werden wir hinten dran alles trockenlegen. Ob das natürlich optimal ist, weiß ich nicht. Kann ich den denn überhaupt bewegen? Wenn ich das jetzt... Nee, geht nicht. Geht nur, wenn er aus ist wahrscheinlich. Nee, selbst dann geht's nicht. Verdammt. Okay, also das Projekt wäre dann doch für den Arsch. Nur wenn er wirklich so viel produzieren würde, wäre es gut. Wir müssen uns dem Wasserfluss zu Gemüte führen. Aber ja, es staut sich alles zurück. Das dreht sich. Das heißt, viel höher wird's hier nicht werden. Es sei denn, wir bauen hier auch noch einen Staudamm hin. Theoretisch. Aber dann müssten wir natürlich noch mehr in diese Richtung bauen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Also da noch mehr Zeug zu kaufen. Gut. Hier ist fast alles versiegt. Sickt. Jetzt wird das Dreckswasser wahrscheinlich auch wieder zurück in das normale Wasser gelangen. Und wir brauchen mehr Gewerbe. Gewerbe macht sich natürlich... Hier, ganz toll, habe ich gehört. Jupp, ganz bestimmt sogar. Und ich sage, es staut sich wahrscheinlich nicht genug. Immer noch 0 Megawatts. What? Wenn ich hier zurückstaue, dann werde ich hinten alles versenken wahrscheinlich. Dazu müssten wir, wie gesagt, das Teil da drüben noch kaufen. Schade, jetzt habe ich das hier extra gekauft, nur wegen dem Staudamm, diese zwei Gebiete. Aber so wie ich das sehe, wird es nicht funktionieren. War so. Ja, es fließt nämlich gerade zurück, jetzt fließt alles da rein. Schwierig. Schwierig. Strom. Ganz grenzwertig. Ja, aber das wird nicht hoch genug. Ah. Ich könnte natürlich das Gelände hier so machen, dass das Wasser hier nicht mehr abläuft. Und es alles nach vorne in den Staudamm kommt, ne? Kann ich das tun? Das ist die Frage. Nee, ist außerhalb. Geht nicht ohne weiteres. Nicht ohne weiteres. Aber ich will diesen Fluss hier auch nicht einfach abziehen. Ja, klar, in den Fluss. Du hast schon recht, ja, aber dazu muss ich noch zwei Gebiete kaufen in die Richtung, was ich ursprünglich nicht wollte. Aber anders können wir das Wasser wahrscheinlich nicht nutzen, ne? Ich kann auch nichts mehr kaufen aktuell. Wahrscheinlich sind wir schon am Ende. Kann das sein? Wie viele kann man denn kaufen? Das ist die Frage. Ne, ich glaube, dazu müsste ich noch mehr expandieren. Ja, so eine Scheiße. Also... Da geht nichts. Deswegen, also dann müsste ich hier zurückstauen, vor dieser Flussgabelung. Aber auch das kann ich gerade nicht. Alter. Ja, ja, ja. Ja, bin ich wohl, ja. Fuck. Ich meine, die Brühe steht einfach nur noch. Kann das sein? Ja, guck mal. Da fließt natürlich wieder weiter. Ja, also hier draußen könnte man es natürlich auch machen. Aber an der Stelle, wo wir jetzt sind, haben wir keine Chance. Das Wasser zieht alles hier in diese Richtung. Verdammt. Ah, zweiter Versuch. Fail. Ich muss ihn wieder abreißen. Es geht nicht anders, ne? Oh Mann, weil bewegen kann ich ihn nicht. Ich kann ihn nicht bewegen. Nein. Fuck. Okay, weg damit. Verdammt. Ja, ich brauche mehr Platz auf jeden. Gut, nee, da müssen wir uns jetzt anderweitig mit Strom behelfen. Was kostet das blöde AKW? Ja, wir können auch gar nicht bauen. Na gut. 200 Megawatt, 160. Ja, Ölkraftwerk könnte man eigentlich mal ersetzen. 80 Megawatt. Das Aufwind-Solarturm. Dieses Kraftwerk wird durch Sonnenwärme betrieben. Aufsteigende Warmluft verletzt die Elektrizität. Nein. Motorenblätter in Bewegung. Dank der großen Elektrizität speichernden Batterien kann das Gebäude auch nachts betrieben werden. Es bringt momentan die meiste Leistung und auch den meisten Lärm.
Im Gegensatz zu unseren herkömmlichen Kraftwerken, die wir hier stehen haben, könnten wir das natürlich irgendwohin platzieren. Ei, gute. Ein kleiner Staudamm. Ja gut, ein kleiner Staudamm, wir bringt's auch, sicher, aber... ja, du hast recht. Ein kleiner Staudamm macht natürlich wenigstens Energie. So, vier, aber nur 64 Megawatt. Ja, geh nach Hause. Ist doch lächerlich, die Scheiße. 500, jawohl. Das würde ich nehmen, funktioniert aber nicht. 1000. Als ob. Gut, ich probier's mal. Ich hau den jetzt mal da raus. Schauen wir mal, ob das was bringt. Ja, das ist jetzt alles natürlich Geld gewastet. Aber ich würde sagen, der wird überschwemmt. So, der hat 0 Megawatts am Start. Könnte eine Weile dauern. Aber ich meine, der ist jetzt voll sinnfrei, ne? Aber wir brauchen unbedingt Strom, ja. Sieht man ja oben. Wir kacken hier voll ab mit der Stromversorgung. Offensichtlich. Klappt das? Irgendwie noch nicht. Abwarten. Es wobbelt sich jetzt erstmal ein zurecht, das Wasser. Da kommt jetzt voll die Flutwelle. Yes! Es geht jetzt alles unter. Ja, die Stromversorgung ist echt am Sack. Aber sowas von. Da muss ich einen Tunnel ziehen, damit wir darüber gehen können. Ja, ist auch eine Maßnahme. Aber ich hätte natürlich lieber dieses Reason-Teil da gehabt. Gut, warten wir mal ab. Vielleicht geht's so, ja. Wahrscheinlich sogar. Weil jetzt... Wenn es irgendwann mal fertig ist, sich zu entscheiden, wo das Wasser hinfließt, dann produziert er vielleicht auch mal was. Aber nein, ich bin immer noch der Meinung, der ist falsch rum. Im Ernst. Warte mal, ich reiß den nochmal ab. Da kriege ich ja nochmal ordentlich Kohle zurück. Und dann, wir hatten nämlich jetzt gerade eben die Möglichkeit, ihn andersrum zu bauen, ne? Er hat es zumindest einmal andersrum gezeigt. So sieht's aus. Wenn er mal so bleiben würde. Aber der produziert halt auch einfach nichts. Ja, 16 Megawatt, die kann ich mir auch, ne? Und so. Ja, 16 Megawatt. Geh nach Hause. Die Brühe muss ich erstmal wieder ein bisschen fangen, ja. Dass das funktioniert, also wir müssen erstmal auf Alternativen gehen. 80. Ich nehme den Aufwind-Solarturm. Und setze den in unser Produktionsgebiet da hinten ein. Weil das ist Industrie, ne? Yep. Dann muss ich die Straße hier nur wegmachen und dann... Weil ich hätte ja gerne wirklich saubere Energien, aber irgendwie haben die Leute hier keinen Bock drauf, ich sehe schon. Ja, wahrscheinlich, Nix, das ist recht, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Strom. Und auch entsprechend das Budget angepasst. Dass wir sowieso so viel Strom wie möglich produzieren. Das Wasser gleichen wir wieder an. Obwohl nachts wird weniger verbraucht, ne? Ja, bleiben wir mal hier bei 85. Okay, so. Und dann brauchen wir mehr Gewerbe. Gewerbe muss abgegranzt werden. Zusätzlich zu neuen Wohnungen. Abgeranzt. Da. Wohnungen en masse. Yes, yes, ja. Naja, en masse sind halt winzig, aber gut. So, und da brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Gewerbe. In der Nähe zumindest. Also. Ja, Gewerbe wollen sie viel gerade. Was ist los mit denen? Da. Passt. Und dann... Hier das Gewerbegebiet hat sich rausgehauen. Great. Dann müssen wir mal überlegen, ob wir die Straßen hier nicht verbreitern. Von hier angefangen. Sollten wir es tatsächlich tun. Inklusive der Monorail. Die Monorail. Da, da. Und dann Upgrade right there. Boom.